Hast du Lust auf ein Bier? Ja, gern. Ich wollte nur noch in die Spätvorstellung. Du willst ins Kino? Was für ein Film? Ja, Science Fiction, so eine Weltraumgeschichte. Was passiert denn da? Dasselbe wie bei uns. Liebe, Tod und Fernsehen. Was gefällt dir da? Dass so weit weg ist. Ja? Oberinspektor Derrick, bitte helfen Sie mir, ich bin in Lebensgefahr. Wer ist denn da? Mein Name ist Helga Södern, Dolomitenstraße 10. Können Sie mir helfen? Man will mich umbringen. Wer will Sie umbringen? Ich weiß es nicht, aber man hat mich verfolgt in einem Wagen. Sie sind draußen. Wer ist draußen? Ich sag Ihnen doch, ich weiß es nicht. Bitte kommen Sie. Oh mein Gott, Sie sind da. Sie sind heraufgekommen, Sie sind an der Tür. Machen Sie die Tür nicht auf, ich schicke Ihnen eine Funkstreife. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Hallo, nun melden Sie sich. Helga Södern, Dolomitenstraße. 10. Ja, soll man sowas ernst nehmen? Schauen wir mal nach. Da nimmt das doch nicht jemand auf den Arm. Wer ist da, bitte? Kriminalpolizei. Ja, warum machen Sie nicht auf? Ich nehme an, Sie kommen wegen des Anrufs. So ist es. Ja, uns hat eine Frau angerufen. Es klang so, als ging es um Mord. Sie nannte den Namen, Adresse Södern. Hier steht ja, er. Ja, ich kann das alles erklären. Na ja, ist ja fein, aber ich denke, wir sollten reingehen. Oder haben Sie was dagegen? Nein, nein, kommen Sie nur rein. Wo ist die Frau, die mich angerufen hat? Da drin. Helga, bitte kommen Sie doch mit. Siehst du, das hast du jetzt davon. Jetzt ist die Polizei da. Ich habe ihr gleich gesagt, du kannst da nicht so einfach anrufen. Sie haben mich angerufen? Ja. Ich dachte schon, da kommt jetzt die Funkstreife mit Riesentrara und so. Sie sind Helga Södern? Ja. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Warum wollen Sie jetzt Ihren Ausweis sehen? Sie hören ja, sie gibt ja zu, angerufen zu haben. Und sie will ja auch erklären, warum. Warum haben Sie mich angerufen? Darf ich? Nee, Sie nicht. Aber ich kann es viel besser erklären als Sie. Sie hat einfach zu viel Fantasie und zu viel Angst. Ja, und manchmal kommt das eben zusammen, die Fantasie und die Angst. Und das gibt dann eben die Einbildungen, die sie hat und gegen die sie sich einfach nicht wehren kann. Was für Einbildungen hatten Sie denn? Ich dachte, ich... Sie dachte, sie würde verfolgt. Sie hat ihm einen Wagen hinter sich gesehen und... Reden Sie eigentlich immer so viel? Ich dachte, da folgt mir ein Wagen. Nicht nur heute, sondern auch gestern schon. Es war immer derselbe Wagen und es saßen zwei Männer drin. Und immer wenn ich hielt, dann hielten die auch. Verrückt. Das ist doch ganz einfach verrückt. Und als ich heute Abend mit dem Wagen vor meinem Haus hielt, hielten die auch und stiegen aus. Und die zwei Männer stiegen aus und gingen mir nach. Ich rannte ins Haus. Und sie bildet sich ein, die beiden Männer seien ihr ins Haus nachgegangen. Weil ich die Haustür gehört habe. Während Sie mit mir telefonierten, hörte ich klingeln und das Öffnen der Tür. Ja, das war ich, als ich hereinkam. Ich sah Sie sofort dastehen, so ungeheuer aufgeregt und habe Sie auch sofort gefragt, was ist denn los? Ah ja? Ich habe aber mehrere Stimmen gehört. Ja, auf der Treppe gingen Hausbewohner vorbei, mit denen ich geredet habe, als ich reinkam. So, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal zu fragen, wer Sie sind. Oh, Verzeihung, mein Name ist Hassler, Udo Hassler. Wohnen Sie auch hier? Nein, 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 ich wohne nicht hier. Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung? Na ja, wir sind befreundet. Sagen Sie mal, woher kennen Sie mich eigentlich? Woher haben Sie meine Telefonnummer? Normalerweise ruft man doch 110 an, wenn man dringend Hilfe will. Von einem Bekannten. Das Ganze
blase Einbildung. Sie sind nicht verfolgt worden. Heute nicht, gestern nicht. Und Ihre Angst? Sie hatten Todesangst. Die ist unnötig. Ja, und ich habe ihr gesagt, sie muss sich entschuldigen. Und es tut ihr auch wirklich wahnsinnig leid. Das will ich nicht von Ihnen hören. Es tut Ihnen leid? Ja. Brauchen Sie unsere Hilfe noch? Nein. Gut, dann gehen wir rein. Gute Nacht. Ich bring Sie raus. Und nochmals vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Keine Ursache. Was sind Sie eigentlich vom Beruf, Herr Hasler? Student, Architektur. Viel Fantasie. Fantasie? Ja, die habe ich. Das ist meine Stärke. Ja. Gute Nacht, Herr Hasler. Ja, ja. Wieso musste der denn die ganze Zeit dazwischen quatschen? Vielleicht kann er nicht anders. Oder hat einen Grund. Kantine frühstücken. Gib dir einen guten Rat, gewöhn dir das nicht an. Du. Das ist irrsinnig bequem. Ja? Ja? Damit geht der Rest deines Privatlebens auch noch in die Binsen. Ja, der Rest, der darin besteht, dass ich mir meinen Kaffee zu Hause selber mache. Ja, genau das meine ich. Alles klar. Sie kommen gerade. Gut, geht in Ordnung. Gut, dass ihr kommt. Ihr müsst gleich wieder weg. Mord an einer Frau. Junges Mädchen, Dolomitenstraße? Wie kommst du darauf? Nein, eine ältere Frau. Maria Simka, Tenkstraße 17. Sie wurde wahrscheinlich erwürgt. Entschuldige, aber die Kleine geht mir nicht aus dem Kopf. Die Frau hat Würgemale am Hals. Allerdings nicht sehr ausgeprägt. Als Todesursache möchte ich Ersticken fast ausschließen. Sie könnte hervorgerufen durch Schreck oder Aufregung einen Infarkt erlitten haben. Allerdings, Näheres bringt erst die Autopsie. Ich danke Ihnen, Doktor. Bitte. Stefan? Ja. Maria Simka, Jahrgang 29, alleinlebend, Buchhalterin, war zuletzt arbeitslos. Wer hat sie gefunden? Ihr Sohn. Wollte sie heute Morgen besuchen und da hat sie nicht aufgemacht und dann hat er die Tür aufbrechen lassen. Wo ist er jetzt? Hier im Nebenzimmer. Ach so, danke dir. Nein, nehmen Sie die Unterlagen. Doktor, wann ist der Tod eingetreten? Schon vor Mitternacht. Danke. Herr Simka? Ludwig Simka, ja. Es tut mir sehr leid, das mit Ihrer Mutter. Sie haben sie heute Morgen gefunden, nicht? Ja. Aber Sie wohnen nicht hier. Kommen Sie, setzen Sie sich. Nein, nein, ich wohne nicht hier. Was sind Sie vom Beruf? Lagerverwalter. Mhm. Im Moment ohne Beschäftigung. Meine Firma ist aufgelöst worden. Besuchen Sie Ihre Mutter regelmäßig morgens? Nein, nein. Ich habe gestern Abend versucht anzurufen. Hat sie sich nicht gemeldet. War ich beunruhigt. Bin ich heute Morgen erstmal hierher gefahren. Sagen Sie, ist sie erwürgt worden? Ja, das muss die Autopsie ergeben. Hatte sie ein schwaches Herz? Ja, das hatte sie. Sie hatte schon mal einen Herzinfarkt vor 3 Jahren. Als Sie heute Morgen hierher kamen, was war mit der Wohnungstür? War die unversehrt? Ja. Ja, und die Tür, war sie abgeschlossen? Nein, nein, die war nur zugezogen. Naja, dann muss Ihre Mutter die Täter ja hereingelassen haben. Ich meine, hier gab es keine Anzeichen eines Raubüberfalls, es war nichts verwüstet oder was? Nein, überhaupt nicht. Dann muss Ihre Mutter die Täter gekannt haben. Kennen Sie den Bekanntenkreis Ihrer Mutter? Meine Mutter hatte keinen großen Bekanntenkreis. Nur ein paar Arbeitskollegen von früher. Sonst lebte sie ziemlich zurückgezogen.
Herr Simka, wer könnte Ihre Mutter gestern Abend besucht haben? Und wer könnte so mit ihr in Streit geraten sein, dass er sie erwürgen wollte? Keine Ahnung. Wir haben in der Küche im Ausguss 3 Gläser gefunden. Fingerabdrücke? Keine. Sehr vorsichtig abgetrocknet worden. 3 Gläser? Ja, sieht so aus, als hat die Frau zuletzt noch Besuch gehabt von 2 Leuten. Mhm. Was sagt denn der Sohn? Der sagt nicht viel. Er gibt nur zögernd Auskunft. Hm. Das haben wir doch schon mal gehabt. Was ist? Gestern Abend bei dem jungen Mädchen. Ach so, ne? Ja. Ist schon alles vorbei? Wo hat man sie hingebracht? Ich sagte Ihnen ja schon, man muss die genaue Todesursache feststellen. Ja, ich weiß. Sie werden sofort benachrichtigt, wenn die Tote zur Beerdigung freigegeben ist. Alles gut. Dann kann ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Meine Frau und die Kinder haben noch keine Ahnung, was passiert ist. Ach, Ihre Adresse haben wir. Ja, ja. Gut. Herr Simka, ich habe eine Frage. Ist denn der Name Helga Södern bekannt? Ja, das war die Sekretärin von meiner Mutter. Aber wie kommen Sie denn auf die? Es ist schon gut. Sie können gehen. Sag mal, wenn die beiden sich kennen, wie kam's denn auf die? Du hast mich mit dem Mädchen aufgewacht. Und da ist noch etwas. Helga Södern, die sprach von 2 Männern, die sie verfolgt haben. Und auch hier gab's 2 Besucher. Vielleicht ist sie schon tot. Wollen Sie zu Fräulein Södern? Ja. Die ist nicht da, die ist heute Morgen mit 2 Koffern runtergegangen. War ein junger Mann dabei? Ja, die sind wahrscheinlich verreist. Du hast seine Adresse. Guten Tag. Was ist? Hat sie Ihnen die Sprache verschlagen? Wieso? Was kann ich für Sie tun? Wir dürfen nicht reinkommen. Doch. Ja, natürlich, kommen Sie rein. Guten Tag, Frau Söder. Wir waren in Ihrer Wohnung. Wir trafen Sie dann natürlich nicht an und eine Hausbewohnerin sagte uns, Sie wären verreist. Ja, aber sie ist doch gar nicht verreist. Wer behauptet sowas? Haben Sie das Haus nicht mit 2 Koffern verlassen? Na ja, sie ist zu mir gezogen, aber das kann ich erklären. Das kann sie doch auch selber erklären, oder? Ja, aber sie kann nicht mehr sagen, als ich auch sage. Ah ja? Ja, sie steht immer noch unter dem Eindruck dieser Einbildungen von gestern Abend. Ja, und da habe ich ihr gesagt, gut, dann komm halt für ein paar Tage zu mir, bis du begreifst, dass das alles Hirngespinste sind. Ist doch ganz verständlich, oder? Kennen Sie Maria Simka? Was ist? Kennen Sie sie nicht? Ja, doch. Ich kenne eine Maria Simka. War das nicht mal eine Chefin von dir? Sie meinen doch die Buchhalterin, gell? Ja, die meinen wir. Die Buchhalterin. Natürlich kennt sie die. Da war sie mal Sekretärin. Was ist denn mit der Frau? Sie ist gestern Nacht ermordet worden. Die Frau Simka ist tot. Wer hat sie denn umgebracht? Der Täter, oder sagen wir, die Täter sind unbekannt. Sie wurde erwürgt. Erwürgt? Und wann war das? Gestern. Gestern Abend, gegen 10, 11 Uhr. Gestern Abend. Wissen Sie, ich kenne Frau Simka auch. Sie ist eine sehr liebenswürdige Frau, die zu mir... zu uns beiden immer sehr freundlich war. Was Sie uns da sagen, das trifft uns schon sehr. Ja, ja. Ich sehe es Ihnen an. Hat sie nicht einen Sohn? Wie heißt der noch? Ludwig. Ja, genau, Ludwig. Ludwig Simka. Weiß der Bescheid? Oh ja. Er hat seine Mutter heute Morgen gefunden. Ach so, Sie haben schon mit ihm gesprochen? Ja, natürlich haben wir mit ihm gesprochen. Aha, und was sagt er dazu? Er konnte uns nicht helfen. Keine Vermutung, keine Erklärung.
Frau Simka, er hat gestern Abend zwei Besucher hereingelassen. Zwei, die sie offenbar kannte. Zwei Besucher? Ja, es waren zwei. Was ist? Ja, ich glaube, es ist besser, Sie setzen sich. Sie hat immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Frau Simka gehabt, die fast wie eine Mutter zu ihr war. Die beiden haben sich wirklich ungeheuer gut verstanden. Sag mal, soll ich dir irgendwas bringen? Ein Glas Wasser oder eine Tablette oder so? Oder vielleicht willst du dich hinlegen? Es wird sicher niemand was dagegen haben. Und Sie sehen ja, in was für einem Zustand sie ist. Komm, leg dich hin. Ne? Moment mal. Also glauben Sie immer noch, dass das, was Ihre Freundin gestern Abend so ängstigte, nur Einbildung war? Sie wurde verfolgt von zwei Leuten bis in ihre Wohnung. Ebenso wie zwei Leute Frau Simka besucht haben, waren es nun dieselben Leute. Ne? Weil der Verdacht, der liegt ja doch nahe, nachdem Ihre Freundin und Frau Simka befreundet sind. Sehr eng befreundet sind. Was verbindet die beiden? Ja, was fragen Sie mich? Stehen Sie doch bitte mal auf. Wer waren die beiden Männer, die Ihnen gestern Abend gefolgt sind? Ich bin sicher, Sie wissen es. Wie können Sie sowas fragen? Was unterstellen Sie ihr da? Wollen Sie sich nicht mal raushalten? Herr Wilhelmsen, er kann nicht anders. Von Sühlern. Ich muss Sie mitnehmen ins Präsidium. Wieso, wozu? Ist sie jetzt festgenommen oder was? Also gut, bitte, dann nehmen Sie sie halt mit. Aber sie wird nichts anderes sagen, als sie bis jetzt gesagt hat. Wollen Sie etwas trinken? Einen Kaffee? Ja, bitte. Harry, bist du so lieb? Willi? Ja? Lass mal einen Kaffee, bitte. Kommt ihr vorwärts? Mühsam. Sie sagt nichts. Kann sie nicht oder will sie nicht? Er kann nicht, will nicht. Im Ergebnis ist es dasselbe. So, bitte. Danke. Nun trinken Sie aber auch. Entschuldigung. Macht nichts, passiert mir dauernd. Die Firma, in der Sie beide, Frau Simka und Sie, gearbeitet haben, die existiert nicht mehr. Nein. Was war denn das für eine Firma? Das war eine pharmazeutische Fabrik. Hm, was haben die hergestellt? Alles Mögliche. Farben und Lacke, bis hin zu Düngemitteln. Ja. Ja, und die Firma wurde aufgelöst. Ja. Der Besitzer starb vor einem Jahr. Sein Bruder ist kein Chemiker und wollte den Betrieb nicht weiterführen. Man hätte auch modernisieren müssen. Das wollte er nicht. Wann wurde der Betrieb aufgegeben? Vor einem halben Jahr. Aber Ihre Verbindung zu Frau Simka, die riss nicht ab, was? Wir haben uns immer mal wieder gesehen. Sie können gehen. Sie verschweigen uns etwas. Und das ist tun, ist ein Fehler. Ein Fehler, den Sie einsehen sollten. Na, wenn Sie ihn eingesehen haben, rufen Sie mich an. Darf ich Ihre unausgesprochene Frage beantworten? Sie hat nichts gesagt. Was sollte sie auch sagen? Können wir gehen? Ja, Sie können gehen. Vielleicht
Vielleicht hättest du hartnäckiger sein sollen. Vielleicht, ja. Aber das bringt die Dinge ja auch nicht weiter. Die beiden gehören nicht zu den Kunden, mit denen wir es sonst zu tun haben. Ja, eigentlich nicht. Aber sie lügen wie die anderen. Das darf man nicht so eng sehen. Sie lügen nicht. Sie sagen nur nicht die Wahrheit. Vermutlich die Enkelkinder. Na, ihr beiden. Ich hab sie durchs Fenster kommen sehen. Gertrud! Gertrud, kommst du mal? Herren sind von der Kriminalpolizei, meine Frau. Guten Tag, Frau Sintra. Guten Tag. Passt du auf, dass die Kinder nicht reinkommen? Ja. Kommen Sie rein. Bitte kommen Sie rein. Hier lang. Möchten Sie vielleicht was trinken? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Bier vielleicht? Machen Sie sich gar keine Umstände. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wissen Sie, der Haushalt ist völlig durcheinander. Meine Frau ist noch nicht zum Einkaufen gekommen. Wir haben auch noch nicht zum Mittag gegessen. Ja, wir sind alle völlig durcheinander. Die Kinder wissen natürlich nichts davon. Sie würden es nicht begreifen. Ich selber kann es ja kaum begreifen. Ich erzähle gerade, wie uns das alle mitgenommen hat. Wie unbegreiflich alles für uns ist. Wissen Sie denn schon, woran sie gestorben ist? Ja, ja, nein, wir haben den Bericht noch nicht. Herr Simka, Sie erinnern sich doch, dass ich Sie... Ich habe Sie heute Morgen gefragt, ob Sie Helga Södern kennen. Ja, ja, ich weiß. Nachher habe ich mich gefragt, warum Sie den Namen erwähnt haben. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ja, also gestern Abend hat mich Helga Södern angerufen. Sie bat mir um Hilfe. Bat sie um Hilfe? Ja, sie sagte, sie befände sich in Lebensgefahr. Gottes Willen. Wir sind natürlich sofort hingefahren, aber da war nichts. Es war nichts passiert. Ein Herr Hassler öffnete uns die Tür. Und kennen Sie ihn? Hassler? Ja, ja, den kennen wir. Das ist der Freund von Helga Södern. Ja. Also, Herr Hassler behauptete, diese angebliche Bedrohung, das sei nur reine Einbildung gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie Fräulein Södern kennen, aber auf uns wirkt sie eher ängstlich. Und ich meine, es schließt ja nicht aus, dass sie viel Fantasie hat und dadurch zur Übertreibung neigt. Tut sie das? Sie beschreiben sie sehr gut. Sie war doch immer leicht zu beeindrucken. Sie hatte wirklich eine blühende Fantasie. Ich kann das nur bestätigen. Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen dem, was sie da erzählt hat, und dem Tod meiner Mutter? Tja, ich meine, die beiden Frauen kennen sich sogar sehr gut. Wäre das so abwegig? Nein, nein. Also Ludwig, ich finde das völlig abwegig. Meine Schwiegermutter und Fräulein Södern hatten seit einem halben Jahr nichts mehr miteinander zu tun. Oder so gut wie nichts. Na ja, das stimmt. Die Firma, bei der sie zusammengearbeitet haben, existiert ja nicht mehr. Seitdem sind sie ja beide arbeitslos. Mhm. Sie sind ja auch arbeitslos. Ja, ja, ich habe ja auch dort gearbeitet, bis Schluss gemacht wurde. Warum wurde Schluss gemacht? Die technischen Anlagen waren ziemlich veraltet. Nachdem der Besitzer gestorben war, interessierte sich niemand dafür. Und der Betrieb ist nicht in andere Hände übergegangen? Sie hören doch, was mein Mann sagt. Die Firma war nicht zu verkaufen. Sie hatte nur noch Schrottwert. Ja, es wurde alles demontiert. Ich habe dann noch eine Weile zu tun gehabt bei dem Abbau. Wie hieß der Besitzer? Johannes Stargard. Er hat auch noch einen Bruder, Berthold Stargard. Aber der ist Verleger, kein Chemiker. Mhm. Ja, trotzdem. Geben Sie mir bitte mal seine Adresse. Was wollen Sie denn mit dem? Der kann Ihnen doch überhaupt nicht weiterhelfen. Wo befindet sich eigentlich die Fabrik?
Was willst du denn hier? Ist doch so trostlos. Ja. Mich interessiert, wo die Leute gelebt, wo sie gearbeitet haben. Ich. Na gut, hier hat Fräulein Södern gearbeitet, die Frau Simke hat gearbeitet. Ja, und wie wir gehört haben, auch ihr Sohn. Gehen wir mal da lang. Wie du meinst. Ah, es ist kalt. Was machen Sie denn hier? Hier ist der Zutritt verboten. Zunächst einmal guten Tag. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Wollen Sie was von mir? Wir wollen wissen, wer Sie sind, was Sie hier tun. Mein Name ist Hoppe. Ich war hier mal Werkmeister. Ja, und ich räume noch etwas auf. Wieso kommen Sie hierher? Haben Sie mich gesucht? Nein, eigentlich nicht. Kennen Sie Maria Simka? Ja, unsere frühere Buchhalterin. Sie ist gestern Abend ermordet worden. Nein, Sie... Ermordet? Zwei Männer haben sie besucht. Die haben mit ihr noch was getrunken und dann haben sie erwürgt. Ja, was wollen Sie jetzt von mir? Kennen Sie auch Helga Södern? Ja, natürlich. Die war hier Sekretärin. Es besteht die begründete Annahme, dass auch auf Helga Södern ein Mordanschlag verübt werden sollte. Also, ich weiß gar nicht. Was erzählen Sie mir da? Das ist alles unmöglich. Nun hören Sie mir zu. Sollten Sie hier ein bisschen auskennen, dann können Sie mir sicher eine Frage beantworten. Was für eine Verbindung gab es zwischen Maria Simka und Helga Södern? Also wissen Sie, Sie haben mir vielleicht einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Sie kommen hier rein. Kriminalpolizei, das haut einen ja erst mal um. Ja, vielleicht gehen wir mal hoch in eines der Büros. Hier ist es ja zu kalt. Ja, so weiß Gott recht. Ja, das war mal mein Büro. Ich kriege jedes Mal einen Schock, wenn ich hier reinkomme. Mehr als 20 Jahre lang war das hier mein Zuhause, also mein zweites Zuhause. Tja, Sie haben mich gefragt. Ich habe Sie gefragt, welche besondere Verbindung gab es zwischen Maria Simka und Helga Söder. Die beiden haben miteinander gearbeitet. Die saßen am Schreibtisch sich gegenüber. Ich meine, das war die besondere Verbindung, sonst nichts. Was für eine Verbindung suchen Sie denn? Wir suchen das Mordmotiv. Ja, muss für beide Frauen gelten. Sie regen mich wirklich auf mit Mord. Und Mordmotiv. Also, ich sehe da nichts. Nein, überhaupt nichts. Sie waren hier Werkmeister? In der Funktion eines Abteilungsleiters. So wäre das präziser ausgedrückt. Ja, wir waren ja hier ein vollkommen veralteter Betrieb. Unser Chef... Gott hab den alten Mann selig, der hat doch hier nichts mehr reingesteckt.
Das war ein Geschäftsmann, der eben sagte, wir haben das 50 Jahre lang so gemacht, also kann es ja wohl nicht schlecht gewesen sein. Tja, und ich selber, für andere Firmen bin ich mit dem, was ich kann, uninteressant. Ihre Reaktion auf meine Mitteilung, dass Frau Simke ermordet worden sei, die war ziemlich lakonisch. Lakonisch? Ja. Ja, dafür, dass Sie 20 Jahre mit der Frau zusammengearbeitet haben. Haben Sie schon gewusst, dass sie tot ist? Nein. Nein, das war mir ganz neu. Ja, sagen Sie, wie muss ich mich denn nach Ihrer Meinung benehmen? Soll ich vielleicht in Tränen ausbrechen? Ich hab weiß Gott ganz andere Sorgen. Alle wissen etwas, alle schweigen. Opa hat gewusst, dass sie tot ist. Das könnte zum Beispiel von Ludwig Simke erfahren haben. Ja gut, warum sagt es denn nicht? Warum tut er so, als wüsste er es nicht? Stargard gesprochen. Ja, mich oder meinen Vater? Ihren Vater. Wir sind von der Kriminalpolizei. Dann müssen Sie vorne zur Tür und kräftig klingeln. Er hört nicht sehr gut. Oder Moment. Gehen Sie gleich rein. Einfach durchgehen bis ins Büro. Bitte sehr. Danke sehr. Bitte schön. Hallo? Ja. Wie sind Sie denn hereingekommen? Ihr Sohn hat uns den Schlüssel gegeben. Ach, dann haben Sie gar nicht geklingelt. Doch, zweimal ganz kräftig. Oh, Entschuldigung, ich habe nichts gehört. Wer sind Sie bitte? Das ist der Klein, mein Name ist Derek. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir hätten Ihnen gerne einige Fragen gestellt. Ich hoffe nur, wir stören Sie nicht. Also, wenn ich jetzt sagen würde, nein, Sie stören gar nicht, dann müsste ich lügen. Ich habe nämlich hier ein Manuskript. Ungeheuer interessant. Kommen Sie zu mir als Verleger? Nein. Es geht um den Betrieb Ihres Bruders. Ach, aber das erledigt doch alles mein Sohn. Nein, wissen Sie, die Chemie ist gar kein Thema für mich. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Das alles sind völlig fremde Welten für mich. Um was geht es denn? Es geht um den Mord an einer früheren Angestellten Ihres Bruders. Was sagen Sie da? Sag mal, wovon sprechen Sie denn? Von Mord? Vom Mord an Frau Maria Simka. Simka? Simka, den Namen muss ich doch schon gehört haben. Oh, Fred, gut, dass du kommst. Mir werden hier Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann. Von Mord wird hier gesprochen. Sag mal, kennen wir eine Frau Simka? Ja, so eine frühere Angestellte in der Fabrik. Wollen Sie sagen, dass Frau Simka, ich meine, unsere Frau Simka, ermordet worden ist? Ja, gestern Abend. Das ist ja ungeheuer. Wer kann diese Frau umbringen? Und warum? Aus welchen Gründen? Eine ältere Dame. Du kanntest sie, Papa. Sie war öfters hier mit anderen Angestellten. Sie hat sich sogar für deine Bücher interessiert. Ach, das wäre mir doch aufgefallen. Von den Angestellten meines Bruders hat sich niemand für meine Bücher interessiert. Die ja, Papa. Also, was ist passiert? Frau Simka wurde erwürgt. So etwa gegen 22 Uhr in ihrer Wohnung.
Wollte man sie berauben? Unsinn. Was konnte man dieser Frau wegnehmen? Sie hatte ja nichts. Ich meine, fast nichts. Buchhalterin war sie, Papa. Eine sehr gute Kraft. Die hat ganz gut verdient, aber Reichtümer hat sie nicht erworben. Sagen Sie, haben Sie schon eine Vermutung, wer der Täter war? Ich meine, was ihn bewogen hat, diese arme Frau umzubringen? Nein. Sie? Ich? Ich meine, fragen Sie das im Ernst? Ja, weil das Motiv für den Mord möglicherweise etwas mit dem früheren Beruf von Frau Simka zu tun haben könnte. Wovon wird eigentlich geredet? Ich verstehe es nicht. Papa, du hast doch gehört, da ist eine frühere Angestellte umgebracht worden. Und die Polizei vermutet, wie sagten Sie, ein berufliches Motiv. Was stellen Sie sich da vor? Ja, was hat denn das was mit uns zu tun? Ich weiß nicht, was die Polizei vermutet, Papa. Danach frage ich ja gerade. Aber Sie haben noch nicht geantwortet. Könnte das Motiv für den Mord in der früheren Tätigkeit der Frau Simka in der Firma Ihres Onkels liegen? Und die Firma gibt's doch gar nicht mehr. Der Betrieb ist doch abgebaut, verschrottet worden. Das haben wir gesehen. Ach, Sie waren da. Ja, dann haben Sie ja gesehen, dass da alles öd und leer ist, nicht? Wovon wird eigentlich geredet? Ich verstehe nichts mehr. Es ist schon in Ordnung, Papa. Es hat sich alles geregelt. Haben Sie auch im Betrieb Ihres Onkels gearbeitet? Nein, ich habe keine Beziehung zur Chemie. Mein Onkel hat mich als Kind oft mitgenommen in die Fabrik. Er wollte, dass ich mich dafür interessiere. Aber wissen Sie, bei mir ist nur eine Empfindung hängen geblieben. Chemie stinkt. Sie sind Ästhet. Ja, da haben Sie recht. Wovon man aber leider nicht leben kann. Wovon leben Sie also? Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin auf der Suche nach einem Beruf. Donnerwetter, da kann man nur gratulieren, ne? Ja, wissen Sie, mein Onkel, das war kein großer Industrieboss, der hat nicht sehr viel hinterlassen. Bis auf dieses riesige Grundstück, auf dem diese Fabrik stand. Das ist millionenwert. Also wir sind gerade dabei, es zu verkaufen. Mhm. Und bis dahin, meinen Sie, warten Sie noch mit dem Eigentum? Da tut er überhaupt nichts mehr. Das ist gut, sehr gut. Sein Vater steht am Fenster. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Das sind ja die beiden. Okay, Helga, da ist schon wieder die Polizei. Guten Abend. Hallo. Hallo. Die Polizei geht aus. Ist das auch Ihr Lokal? Ich habe Sie ja noch nie hier gesehen. Guten Abend, Fräulein Södern. Eigentlich wollten wir ja nach Ihnen schauen. Ihr Nachbar sagte uns, wo wir Sie vielleicht finden können. Ja, hier ist halt immer was los. Aber wieso wollten Sie nach uns schauen? Wir wollten nur sehen, wie es Ihnen geht. Ob Sie Ihre Angst inzwischen überwunden haben. Aber keine Spur mehr von Angst. Angst? Wer hat Angst? Ach, Helga hatte gestern Angstzustände. Völlig absurd. Und dann hat sie die Polizei angerufen. Ist doch totaler Wahnsinn. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung, ne? Helga hat sich heute ein neues Auto gekauft. Das hier ist der Verkäufer. Wir trinken gerade einen drauf. Wollen Sie auch einen? Du, bringst du noch zwei Gläser? Sie hat sich ein Auto gekauft? Ich sag das nur, um Ihnen zu zeigen, dass sie wieder völlig normal ist. Ja, natürlich, ja. Kann man den Wagen mal sehen? Natürlich. Kommst du? Darf ich mich mal reinsetzen? Natürlich, tun Sie es nur.
Wie war denn drauf? 150. Der ist ja nicht nur neu, der ist ja niegelnagelneu, hä? Haben Sie sich immer schon so einen Wagen gewünscht? Na, hören Sie. Na ja, ich frage nur, meine, Sie sieht ja nun nicht besonders glücklich aus, nicht? Schon bezahlt? Bezahlt? Ja, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Das tue ich aber. Sie ist arbeitslos. Ja, aber die Firma zahlt ja eine Art Prämie. Wissen Sie, sowas wie eine Abfindung. Wieso denn das? Die Firma ist doch pleite. Aber die verkaufen gerade das Grundstück. Ach, ja, ja, natürlich das Grundstück. Und das ist ja Millionen wert. Das war am Angelweg 26. Ja. Und war das genau? Hier ist der Autopsiebericht. Was steht denn drin? Maria Simka ist an einem Herzinfarkt gestorben. Dann haben wir es nicht mehr mit Mord zu tun. Das muss der Richter entscheiden. Sie wurde angegriffen, sie wurde gewürgt. Das steht fest. Deshalb bekam sie einen Herzschlag. So sehe ich das. Guten Tag. Guten Tag. Sie? Ja, wir müssen Sie noch mal stören. Bitte, kommen Sie rein. Wer ist es denn, Ludwig? Guten Tag, Frau Simka. Es betrifft Ihre Mutter. Wir haben den Obduktionsbefund bekommen. Ah, ja? Also die eigentliche Todesursache ist Herzinfarkt. Hab ich dir nicht gesagt, Ludwig? Das Herz. Das Herz war's. Das ist sehr, sehr gut, dass Sie uns das sagen. Hast du nicht gehört? Ja, ja, ich habe gehört. Wissen Sie, in gewisser Weise, ja, es tröstet uns ein bisschen. Ist doch so, Ludwig. Weil jetzt kann man nicht mehr sagen, dass sie ermordet wurde. Ja. Sie wollen bauen? Ja, eigentlich nur umbauen oder besser anbauen. Die Kinder werden größer. Das Haus ist so beengt. Wir brauchen einfach mehr Platz. Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber es ist eine teure Angelegenheit. Ja. Jetzt, wo Ihr Mann ohne Stellung ist. Ne? Er bekommt ja die Abfindung, die er sich auch verdient hat. Das ist ja die Firma schuldig nach jahrelanger Mitarbeit. Ein Vermögen ist ja vorhanden. Naja, ich habe gehört. Das Grundstück wird verkauft. Was glauben Sie, was das wert ist? Wir haben das Grundstück gesehen. Sie waren da? Ja. Wir haben da einen Kollegen von Ihnen getroffen, einen ehemaligen Werkmeister. Hoppe? Ja, Herrn Hoppe. Was hat denn der da gemacht? Da wird doch noch aufgeräumt. Ist das Grundstück schon verkauft? Es wird verkauft. Die Stadt kauft es. Wie viele Angestellte hatte die Firma? Ungefähr 120. Ach, da bekommt jeder eine Abfindung? Nein. Wer bekommt denn eine? Also Helga Södern bekommt eine. Die hat sich gerade ein Auto gekauft. Sie bekommen eine Abfindung, Sie wollen bauen, also kann es keine kleine Abfindung sein. Wie hoch ist sie denn? Ich weiß es noch nicht genau. Ich meine, wenig kann es doch nicht sein bei den Plänen, die Sie vorhaben. Ich glaube, dass meine Frau sich da falsche Vorstellungen macht. Wer bekommt noch eine Abfindung? Der Werkmeister Hoppe? Ja, der auch. Sonst noch jemand? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ihre Mutter? Bekäme sie auch eine Abfindung? Ja, die auch. 120 Leute. Und nur 4 davon, die eine Abfindung bekommen, die so hoch ist, dass sie sich Autos kaufen können und Häuser umbauen können. Ja, 4 Leute. Eine Sekretärin, eine Buchhalterin, ein Lagerverwalter und ein Werkmeister.
sollen Sie denn schon wieder? Räumen Sie immer noch auf. Guten Tag. Ach, Sie sind auch hier, was? Ja, ich bin auch hier. Hallo. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Betreten des Geländes ist verboten. Weshalb eigentlich? Also Sie sind gut, wegen Einsturzgefahr. Wir wollen nicht haftbar gemacht werden, wenn Ihnen was passiert. Wen suchen Sie denn? Wir wollten mit Herrn Hoppe sprechen. Haben Sie nicht gestern mit ihm gesprochen? Es ergeben sich ständig neue Gesichtspunkte. Welche? Bekommen Sie auch eine Abfindung? Ja, auch. Warum fragen Sie? Was interessiert Sie an einer Abfindung, die alten Mitarbeitern gezahlt wird? Die Höhe und die Empfänger. Sie zahlen vier Leuten sehr große Beträge. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Es sind ja nur noch drei. Frau Simka, die ist ja rausgefallen aus der Rechnung. Hm? Also jetzt müssen Sie mir helfen. Ich verstehe Ihre Gedankengänge nicht ganz. Gut. Also ich werde es mal ganz klar formulieren. Wofür wird eigentlich dieses Geld gezahlt? Für teure Dienste. Einer Sekretärin, eines Lagerverwalters, eines Werkmeisters. Und warum nicht? Wissen Sie was? Ich finde Ihre Fragen absolut beleidigend. Ich habe Jahrzehnte hier zugebracht, jahrzehntelang habe ich hier geschuftet. Wollen Sie meine Arbeit vielleicht schlecht machen? Oder die Rechte, die ich mir damit erworben habe, das verbitte ich mir ein für alle Mal. Und mir ist es ganz wurscht, wer Sie sind. Polizist oder nicht. Herr Hoppe, es lag mir ganz fern, Sie zu kränken. Sie versuchen, die Rechte mir streitig zu machen? Halten Sie jetzt den Mund! So, jetzt darf ich mal fragen, was Sie hier machen. Sie vertreten die Interessen Ihrer Freundin, was? Die zwar nicht jahrzehntelang hier geschuftet hat, aber die dennoch mitkassiert. Entschuldigen Sie, sie hatte hier eine Vertrauensstellung. Ach ja. Hat sie die immer noch? Ja, die hat sie. Und wir fühlen uns dafür verantwortlich. Hallo, Herr Simka. Ja, dann kommen Sie doch rein. Was ist denn los mit Ihnen? Warum kommen Sie hierher? Was bezwecken Sie damit? Wissen Sie, an wen das Grundstück verkauft wird? Ja, ja, ich habe gehört, Ihr Vater hat es doch gesagt, an die Stadt. Wissen Sie auch, was die Stadt damit machen will? Hier soll eine Schule gebaut werden. Hier, wo wir jetzt sind, soll eine Schule entstehen. Kinder sollen hier lernen und spielen. Meine Mutter hat gesagt, das geht nicht. Das können die nicht machen. Keine Schule. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich meine Kinder in diese Schule schicken würde. Ich habe gesagt, nein, das würde ich nicht tun. Und dann hat sie gesagt, aber andere Kinder willst du in diese Schule gehen lassen.
Was ist los mit diesem Grundstück? Wir haben gewisse chemische Rückstände nicht abtransportiert. Die Meldungen darüber sind falsch deklariert worden. Wir haben sie hier auf diesem Grundstück vergraben. Das Grundstück kann man nicht verkaufen. In ein paar Jahren wird die Erde hier verseucht sein. Von einer gesundheitlichen Gefährdung kann überhaupt keine Rede sein. Da werden ewige Schreckgespenster aufgebaut. Das ist ein absolut gesundes, brauchbares Grundstück, was man jederzeit verkaufen und auch bebauen kann. Wie wollen Sie das beurteilen? Sie sind doch kein Chemiker. Dann lassen Sie doch überprüfen. Graben Sie doch diese Fässer aus. Man kann sie auch abtransportieren, wenn es unbedingt sein muss. Aber es muss nicht sein. Und das werden Experten bestätigen. Sind Sie ein Experte? Ich bin kein Experte, ich bin ein Praktiker. Und wie Sie sehen, stehe ich noch gesund und munter vor Ihnen. Und ich habe immer mit dem Zeug zu tun gehabt, was wir da vergraben haben. Weil im Grunde geht es doch darum, wer von den dreien ist der Schuldige am Tod von der Simka. Wir werden es bald erfahren, und zwar von Helga Södern. Die weiß ja, wer ihr gefolgt ist. Sie hat gar keinen Grund mehr, es uns zu verschweigen. Willi, nach 10 Minuten gehst du rein und lässt sie laufen. Ja, wieso denn das? Für die drei da drin gibt es jetzt nur noch eine Gefahr. Helga Södern. Entschuldige, ich habe die beiden mitgebracht, aber du brauchst keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Es geht jetzt nur einfach darum, dass wir uns alle richtig verhalten, verstehst du? Auch Sie, besonders Sie. Können wir reinkommen? Was ist denn passiert? Die Polizei hat rausgekriegt, was mit dem Grundstück los ist. Das ist passiert. Komm. Und jetzt hier zu Maria Simka. Hören Sie zu. Sie wissen, dass es sich bei Ihrem Tod nicht um einen Mord handelt. Hoppe war vielleicht ein bisschen zu jähzornig, weil die Frau zu uneinsichtig war, weil sie auch vielleicht zuhören wollte. Die von der Polizei werden jetzt kommen und dich noch mal fragen, wer dich verfolgt hat. Sie müssen dabei bleiben. Sie haben keine Ahnung. Ist das klar? Das Geld geht uns jetzt durch die Lappen. Aber die sollen uns nicht noch einen Mord anhängen. Aber sie ist doch tot. Und Sie sind schuld, Sie! Sag das nicht noch mal, du! Hey, 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 hey. Was ist denn los?